Eintracht Frankfurt ist ein Verkauf von Pokalheld Ante Rebic, 2 Tore beim 3:1 gegen Bayern, nicht vorgesehen. Anfragen für den Kroaten gibt es längst. Und in trauter Runde und noch euphorisiert vom Pokalsieg wurde im Vorstand eine Summe von vielen Millionen Euro genannt. Da würde Eintracht dann doch schwach. Welche Zahl das ist, lesen Sie hier mit Bild Plus.